Jo, hey ho, Leute, Liv, Leute. Ich hab. Oh, das ist eklig. Der ganze Rotze, ja. Bäh. Jo, Leute, Liv, Leute, was auch immer. Machen wir hier gleich weiter, ja. Das ist eklig, bäh. Ihr Mädels, kennt ihr das, wenn ihr eure Tage habt und dann gleichzeitig Durchfall, dann vermischt sich diese ganze schleimige, blutige Scheiße mit dem restlichen... Naja, gut. Zitat. Irgendwas Cold Miller. Das kann ich gut gebrauchen. Harry Potter und ein Stein, glaube ich. Vielleicht. Maybe. Mit Style. Ehrenwerten, Weib, nee, Weibern wird ja schon mittlerweile als abschätzig gewertet. Ehrenwerten Frauen gefällt. Es kam dieses Alarmfeldrätsel. Naja, Rätsel. Ihr lauf nicht aufs falsche Feld aus Versehen, weil du zu dumm bist, um die Steuerung zu machen. Das ist ja anstrengend hier. Und für sowas ja gar nicht gebaut und sowieso und oh Gott und Himmel. Oh. Ich hasse es. Ich hasse es. Ich hasse es. Boah, ey, schwanzlutschende Wichser, der Wichsen in dem Fix gewichsten. Gewichs, Wichs, Wichs, piep, 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 und piep, und piep, und dieses Spiel ist sowieso so piep, und piep, 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 und oh Gottchen. Ich hab noch nie so geschimpft, ey. Junge, Junge, Junge. Das letzte Mal hab ich so geschimpft, als die Diablo 3 Server down waren. Ich zock zwar gar kein Diablo, aber trotzdem. Ich bin schließlich Wutbürger. Ich darf das. Ist hier richtig so mit Style sneaken? Sneak schneller. Oh nein. Muss ich wieder warten auf die nächste Ampel. Dieser Part wird nur 15 Minuten dauern, weil das Level wahrscheinlich auch nur so kurz dauert. Und ich heute Abend nicht mehr so viel aufnehme. Transformers. Du, 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 du. Kennen wir das nicht irgendwo her? Ne, jetzt nicht die Melodie, aber diesen Levelaufbau. Transformers. Du, 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 du. Momentchen. Hier war ich doch schon mal. Oh, hier war ich doch schon mal. Ja, hier war ich schon mal. Fuck, wo sind denn die letzten 5 Mondsteine? Wahrscheinlich in der Waschküche. Au. Oh, ich darf nicht so ungeduldig sein hier. Junge, Junge, Junge. Hopp, hopp. Hopp, 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 hopp. Opa, Gangnam Style. Hier war ich schon mal. Vielleicht hier lang? Nee, hier muss ich hin. Nein, nein, nein. You don't see me. You don't see me. No forbidden for you to see me.
Ja, ich bin aber auch zu vergesslich. Unser Quotennigger, den hatten wir schon. Nur eigentlich nur zurück zu dem Koch. Jo, hier will ich hin. Ah, ich bin noch über dieses scheiß Feld gelaufen. Was wollt ihr denn alle? Boink. Versorgung. Oh nein, nicht wieder dieser Autowalk. Nein, nein, ich kann nicht anhalten. Ach, verdammter Mist. Ja, geht doch. Ach, der Koch kratzt sich mit dem Kochlevel wieder am Arsch. Gut zu wissen. Ah, super. Endlich kann ich wieder vernünftig kochen. Hier hast du die Keycard für das hintere Lager. Hinteres Lager. Du bist ja auch so ein Hinterlader, so wie du aussiehst. Ja. Nicht schwul. Mal so nebenbei anmerken. Auch wenn es manchmal so scheint. Oder durchscheint. Okay. Na, das hat geklappt. Lalala, ich steck einfach die Keycard so einfach so in die Tür. Macht ja jeder. Noch 2 Mondsteine, überaus praktisch. Ja, das meinte ich mit bescheuertes Kistenrätsel. Ich kann nicht das aus dem Raum rausschieben. Ach, ich wusste es. Wäre aber auch zu einfach gewesen. Räume ich mir die hier erstmal aus dem Weg. Oh, ein Mondstein. Heißt, ich muss es jetzt hier alles durch hinterladen. Junge, Junge, Junge. Nee, das kann ich ja auch nicht. Schiebe ich das hier jetzt erstmal hier rein? Kann ich das hier wieder zurückziehen? Habe ich hier erstmal den Weg frei? Ich bin ja so schlug. Jetzt das hier da. Nee. Ach, fuck, ich brauche hier ja noch Platz. Nein, 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 nein. Oh, ich bin ja so blöd. Ich bin ja so blöd, ich bin ja so blöd. Ich glaube, ich hatte es glatt. Fast. In der Tat. In der Tat. Wie hatte ich das jetzt gemacht? Ich hatte es jetzt erstmal hier hinten reingeschoben. So mache ich das jetzt auch. Das da hinten hinschiebe, war schon richtig. Schiebe ich das hier jetzt erstmal hier rein, damit ich das hier so reinschieben kann. Hier kann ich nicht lang. Nein. Ach, verdammt. Wie hatte ich es denn vorher nochmal gemacht? Also das hier ist auf jeden Fall schon mal richtig. Es geht halt nur einseitig. Immer feste Druffflip. Das wäre keine schlechte Idee, dass ich das hier dann so einordne. Schaffen wir hier schön Ordnung. Ist ja gar nicht eigentlich so meins. Ich bin ja sonst nicht so der Ordnungsschaffer. Vor allem schon gar nicht schaffen. So arbeiten, nee, überhaupt gar nicht. Das ist... Nee, ich bin Gamer, das geht überhaupt nicht. Also arbeiten, nee. Nee, nee, nee. Das ist wirklich... Das ist eine Krankheit.
alle Menschen, die arbeiten, sind krank, denn die sind sowieso scheiße. Hm. Flievers Weisheiten Nummer 3. Alle Menschen, die arbeiten, sind krank. La la la. Oh, fuck my life, ey. Und auf ein neues. Yay! 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 Ich bin ja so happy, dass ich dieses Rätsel machen darf. Ich kote mir vor Freude fast ein. This might work. Das könnte funktionieren. Das war Englisch und heißt, das könnte in der Tat funktionieren. Moment, kann ich die Kissen nicht einfach durchschieben? Na klar, ich bin ja auch blöd. So, gib her, Mondstein. Meine Fresse hier. Junge, Junge. Ich bin ja auch blöd. Zu dumm, Tom. Scheißen wir nicht. Oh mein. Zu dumm zum Scheißen. Nein, es ist kein Mondstein. Das kann ich gut gebrauchen. Oh nö, nicht schon wieder. Ich hasse das immer, dieser eine fucking befickte Arschficken Mondstein. Wieso fahrt das denn in eigener Raum? Jetzt darf ich gleich nochmal. Zuckungen. Ich glaube, das ist nur die nervige Musik. Ich mache jetzt nicht den Fehler, dass ich vorher ewig irgendwo in random places rumsuche, sondern ich suche jetzt gezielt erstmal hier. Der Keller ist meine letzte Option, wo ich suche. Ich muss jetzt gleich kochen. Es gibt Chinesisch, also stör mich bitte nicht. Hm, lecker. Ich kann nur Französisch. Also jetzt beidseitig. Okay, eines nicht so gut wie das andere, aber... Ich habe meinen Zwinkernerv. Au. Oh, mein Zwinkernerv. Ah, das tut weh. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Zwinkorgasmus. Ah. Kennt ihr das, wenn ihr so lange zuckt und dann euer Auge so schummrig wird? Ganz komisch. Ich kriege dann so Zuckungen im Auge. Es wird so wabbern oder so. Nach dem Part höre ich auch auf und gehe ins Bett, ey. Junge, Junge, Junge. Hier sind einen beschissenen Mondstein nochmal finden würde, könnte ich auch in Frieden aufhören. Wahrscheinlich habe ich es irgendwo in den Weiten des Kellers irgendeinen befickten Mondstein vergessen. Solche Hustensyndien.
So, das war mein 15-Minuten-Timer. Ich lege gleich nochmal 5 Minuten drauf. Haben wir unsere 20 voll. Wird wohl diesmal doch nichts mit dem nur 15-Minuten-Part. War ich hier schon? Ja, hier war ich schon. Fuck, ich habe hier doch jetzt alles erkundet. Immer noch nicht der verlorene Mondstein hier. Seid ihr nur alle so gemein zu mir und versteckt die Mondsteine so gut? Jungchen, Jungchen, Jungchen. Ich hätte zwar jetzt die Schmierseife für dich, aber nicht alle Mondsteine. Ich hätte so Husten hier. Na, Schmierseife, was man damit nicht ist. Versorgung. Muss ich doch nochmal den Keller hinabklettern. Mal sauber. Darauf hatte ich jetzt eigentlich gerade gar keine Lust. Na denn. Keller. Wenn es denn sein muss. Und nochmal durch diesen ganzen bescheuerten Parcours. Na denn. Move, 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 move. Habe ich schon absolviert. Heißt weiter im Kontext. Immer schön ordentlich umschauen. Nochmal von vorne. War schon alles erkundet. Ich habe keine Ahnung, wo der letzte Mondstein sein könnte. Es ist der letzte Mondstein. Oh ja, es ist der letzte Mondstein. Sagen die Maria. Eigentlich hätte ich diesen Part jetzt der letzte Mondstein nennen sollen. Ach, na klar. Ich bin ja auch blöd. Das Problem ist, wie kriege ich jetzt die Kiste von da nach da? Na, Bingo.
Geht doch. Dass man sowas einfach übersieht. Schäm dich, schäm dich, schäm dich. Muss ich wahrscheinlich wegen dem bescheuerten Mondstein auch noch überziehen. Ja, muss ich. Zitzitze. 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 Es geht ja nicht hier. Mondsteine einfach auslassen. Okay, ich verpasse mir jetzt selber einen Bitschlepp. Bitschlepp, Achtung. Ach Gott, nein. Ich darf jetzt aber nicht die Shift-Taste loslassen. So, jetzt habe ich Zeit. Sekunde. Okay, das klang jetzt gerade unecht. Mal ist mal echt. Au. Okay, ich glaube, das genügt jetzt. Das reicht. Reicht jetzt. Mit den Bitslaps. Achso, falls irgendjemand das guckt und der es noch nicht kennt, guckt euch mal, gebt mal auf YouTube eine japanische Insektenspray-Werbung. Voll lustig. Nein, wirklich, ist ziemlich lustig. Yes, ich bin so awesome. I am awesome. He is awesome. She is awesome. I am awesome. I am awesome. La 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 la. Awesome, awesome. Awesome source. He, she, it. It's awesome. 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 He, she, it is awesome. Versorgung. Awesome. Awesome. Avisome. 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 Hallo. Hast du die Seife? Glaub. Danke, Flip. Jetzt können wir starten. Jetzt sehen wir uns gemütlich noch das Video an und dann zocken wir noch einmal diese Runde. Kometen schießen. Dann geht's los. Hier spricht 3CU, die Centralcom Control Unit der Invisible. Aktueller Missionslogbucheintrag plant eine Expedition zum Jupiter, dem größten Planeten in diesem Sonnensystem. Er ist von der Sonne aus der fünfte Planet. Sein Abstand von der Sonne beträgt im Durchschnitt 778,4 Millionen Kilometer. Momentane Entfernung der Invisible zum Missionsziel beträgt 620 Millionen Kilometer. Der Anflug stellt hohe Anforderungen an den Piloten. Der Asteroidengürtel muss durchquert werden. Die Asteroiden sind Gesteinsbrocken, die die Sonne zwischen der Mars- und Jupiterbahn umkreisen. Der von 3CU errechnete Eintritt in den Orbit des Zielplaneten wird bei 0,4-facher Lichtgeschwindigkeit in 29,5 Minuten stattfinden. Sehr wissenschaftlich. Das Volumen des Jupiters ist so groß, dass 1335 Mal der Planet Erde in ihn hineinpassen würde. Gott, der Jupiter dreht sich extrem schnell um sich selbst. Dabei entsteht eine Geschwindigkeit von 50.000 Kilometer pro Stunde auf der Oberfläche. Deshalb dauert ein Jupitertag nur 9,8 Stunden. Ein Jupiterjahr dauert 11,86 Erdenjahre. Jupiter ist eine gigantische Kugel aus Gas, ein sogenannter Gasriese. Folge: Jupiter hat keine feste Oberfläche. Die Atmosphäre ist ziemlich ungesund für die meisten Lebensformen. Sie besteht zu etwa 90% aus Wasserstoff und zu 10% aus Helium. Die riesigen braunen Wolken enthalten ein stinkendes Gemisch aus Methan und Ammoniak. Warnung: Gasproben verbreiten beißenden Gestank. Der atmosphärische Druck ist gigantisch, 30 Bar. Das ist das 30-fache des Erdatmosphärendrucks. Jedes Raumfahrzeug und die sich darin befindlichen Lebensformen würden sofort zerquetscht, aber auch geschmolzen. Jupiter hat 62 Monde, die ihn umkreisen.
Flipbrei. Ganymed ist mit 5270 Kilometern Durchmesser der größte Mond im Sonnensystem. Dieser Mond ist größer als der Planet Merkur. Unter seiner Schale aus Eis liegen 900 Kilometer matschiges, halbgeschmolzenes Eis und Wasser. Cool. Callisto hat ein von riesigen Einschlagkratern gezeichnetes Gesicht mit einem Durchmesser von 4840 Kilometern. Durch den riesigen Krater Valhalla sieht Callisto aus wie ein riesiger Augapfel. Io ist Jupiter sehr nahe. Dadurch wirkt eine katastrophale Anziehungskraft von Jupiter auf Io. Io wird abwechselnd gezerrt und gepresst, förmlich wie ein Teig durchgeknetet. Seine Gesteinskruste wird dabei bis zu 100 Meter angehoben und wieder hinuntergedrückt. Cool. Dadurch reißt und platzt die Oberfläche und er spuckt Feuer. Io ist übersät von Vulkanen, die ihr Feuer bis zu 300 Kilometer hinausschleudern. Die Asche und Staubteilchen der Vulkane bilden das Ringsystem des Jupiter. Zwischen Io und Jupiter herrscht eine elektrische Spannung von 400.000 Volt. Daher fließen Ströme von 3 Millionen Ampere Stärke. Ständige Entladungen in Form von Blitzen sind die Folge. Warnung! Mindestabstand von 50.000 Kilometern einhalten. Funktion der Tarnungssublimatoren wird außer Kraft gesetzt. Entdeckungsgefahr durch Tor? Europa ist von einer 5 Kilometer dicken Kruste aus Wassereis bedeckt. Darunter befinden sich bis zu 50 Kilometer tiefe Ozeane. Forscher der menschlichen Lebensform vermuten in den Tiefen dieser Ozeane Lebensformen, die unabhängig von Licht existieren können. Ja, schon eine coole Entdeckung. Jo, Mission Jupiter, fliege durch 10 Ringe. Das sollte ich eigentlich managen. Ach, wie in Historien, wenn man ein Item kriegt, das wiederholt sich aber auch alles. Wie cool. Immer dieselben Sounds. Das mag ich an der Kletterei. Entdeckt immer wieder Sachen wieder. Obgleich es auch vielleicht billig gemacht sein scheint. Mir gefällt's. Johannes Schlüter gefällt das. Wir waren ganz schön dicht am Spannungsfeld. Das hätte auch daneben gehen können. Stell dir vor, Sunny, die Invisible als Blitzableiter. Naja, die Schildgeneratoren hätten sich wieder erholt. Aber wenn es Tor gesehen hätte... Ich glaube, ich könnte mal etwas Schlaf gebrauchen. Ja, aber wer soll es sein? Ihr Erdenmenschen müsst aber auch immer zu schlafen und essen. Wir holen unsere Energie überwiegend aus dem Licht. Das Ende ist voll süß. Ich war da voll traurig. Beim Ende. Ihr werdet es schon noch sehen. Juti. Flip, ich hab noch ein... So. Fachmännische Überwachung für den Gravitationsgenerator. K.
ganz süß. Ah, okay. Das letzte Bild, das kriegen wir auch noch. Das habe ich bisher noch nie gesehen. Jo, dann würde ich mal sagen, sorry für die Überfolge. Ja, ihr werdet es schon verkraften. Ihr seht es ja in eurer Freizeit an, hoffe ich mal. Also denn, tschüss und bis, sagen wir mal, morgen oder übermorgen. Weiß nicht, ich habe noch eine Mathearbeit zu schreiben. Mal sehen, wie ich da Zeit finde. Ciao.